Das Radio bitte wieder einstellen. Ich nehme denen nicht ihr einziges Vergnügen weg. Was? Das Radio hat die Typen richtig wachgerüttelt. Okay, können wir die Captain Red Maske... Eine Captain Red Maske. Genau. Okay, ich glaube, jetzt kann ich rein. Fällt auch gar nicht auf. Guten Morgen, junge Dame, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Ach, du Scheiße. Ihnen auch einen wunderschönen guten Tag, maskierter Mann, der mir irgendwie bekannt vorkommt. Wie kann ich behilflich sein? Haben Sie einen Mann mit grünem Hemd und Brille hier irgendwo gesehen? Leider kann ich diese Informationen nicht preisgeben. Klar. Ich möchte Dr. Johnson sehen, es ist dringend. Bitte sagen Sie ihm Bescheid. Tut mir leid, aber Dr. Johnson hat heute keine Sprechstunde mehr. Tja, es ist wirklich ein Notfall, wissen Sie? Das verstehe ich sehr gut, Sir. Aber wir hatten etwas Probleme mit einem sehr gefährlichen Individuum mit Stachelhaaren. Und ich darf keine Fremden reinlassen. Besonders, wenn Sie keinen Termin haben. Tja, dann ist wohl heute mein Glückstag, denn der gute Herr Doktor kennt mich sehr gut. Entschuldigen Sie, aber ich vertraue nicht gern Leuten, die sich maskieren. Dann verpassen Sie aber so einiges, zum Beispiel von einem Superhelden, der von der Decke hängt, geküsst zu werden, oder? Oder auf bestialische Weise von einem Mann mit Motorsäge zerstückelt zu werden? Zugegeben, aber nicht alle maskierten Männer sind gleich. Auch wahr. Also was für einer sind Sie denn? Einer, der das Verbrechen bekämpft, sobald die Nacht anbricht. Einer mit Superkräften. Einer, der seine Identität nicht preisgeben will. Genau das sind wir. Einer, der seine Identität nicht preisgeben will. Haben Sie etwa ein dunkles Geheimnis? Niemals. Ehrlich wert am längsten. Aber es gibt eine Menge Leute, die ihre wahre Identität nicht preisgeben wollen. Superman zum Beispiel. Aber Superman trägt keine Maske. Die Brille ist seine Maske. Wow. So habe ich das noch nie betrachtet. Was ist denn jetzt mit meinem Notfalltermin beim Doc? Wie ich schon sagte, keine Termine mehr frei. Aber wenn Sie wollen, mache ich ihn für morgen früh ein. Geht das schon wieder los? Morgen ist es zu spät. Also am Mittwoch. Vergessen Sie es, Miss. Übrigens. Der Patient da drüben sieht gar nicht gut aus. Das Dekor hier drin ist ein bisschen kitschig. Finden Sie nicht? Nein. Ich find's gut. Der Patient da drüben sieht gar nicht gut aus. Tja, armer Alan. Ein anderer Patient hat bei ihm wohl einen Nervenzusammenbruch ausgelöst. Oh nein. Ja, schlimm. Der ist schon seit letzter Woche so. Dr. Johnson sagt, man soll ihn in Ruhe lassen. Dann wird er schon wieder. Der ist schon das ganze Wochenende so? Was ist denn passiert? Ich glaube, das war letzten Donnerstag. Dieser stachelhaarige Mann kam hier mit einem Affen rein und sie fingen an zu streiten. Der Affe regte sich fürchterlich auf und fing an, mit Kot zu werfen. Alan hat das alles hautnah miterlebt. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Ganz normale Reaktion. Von Alan? Nee, vom Affen. Sie wissen nicht zufällig, wer dieser Freak mit seinem Haustier war? Dr. Johnson hat alles der Polizei übergeben. Ich glaube, dieser unfreundliche Sergeant Kramer kümmert sich darum. Deswegen hängen die Plakate mit dem Bild des Täters im Eingang. Oh, super. Das Dekor hier drin ist ein bisschen kitschig, finden Sie nicht? Tja, Dr. Johnson hat eine Schwäche für Sachen, die ihn an seine Kindheit erinnern. Tja, habe ich mir gleich gedacht. Na dann, Sie haben sicher eine Menge zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jederzeit wieder, Sir. Einen schönen Tag noch. Entschuldigung, wo wollen Sie denn hin? Wollte nur Dr. Johnson Hallo sagen. Ich gehe aufs Klo. Ist das nicht die richtige Tür? Dr. Johnson ist in Lebensgefahr. Ich muss ihn warnen. Miss, hinter Ihnen, ein dreiköpfiger Affe. Dr. Jones hat heute Geburtstag. Ich wollte ihn überraschen. Dr. Johnson hat heute Geburtstag. Ich wollte ihn überraschen. Nicht Jones. Geburtstag? Kann gar nicht sein. Ach, nicht? Wann ist er denn dann? Das hat er mir nie gesagt. Eben. Der ist heute. Glauben Sie mir. Okay, ich glaube Ihnen. Aber ich kann sie trotzdem nicht reinlassen. Mist. Also, wegen Dr. Johnsons Geburtstag. Ja? Ich will eine Party für ihn schmeißen. Eine Party? Wo denn? Tja, was könnte denn besser sein als direkt hier? Hier? Ich weiß ja nicht. Oh, kommen Sie schon, vertrauen Sie mir. Der ahnt nicht das Geringste. Das stimmt. Also, sind Sie dabei? Okay. Aber Sie müssen noch Girlanden aufhängen, finden Sie nicht? So sieht's noch nicht sehr nach Geburtstagsparty aus. Lassen Sie mich nur mal machen. Deshalb haben Sie eine Maske auf, stimmt's?
Wegen der Party. Genau, ja, Kleines. Wegen der Party. Das dachte ich mir. So. Negirlande. Können wir die hier irgendwo anhängen? Hübsch. Die sehen sicher gut aus, wenn ich sie erstmal aufgehängt habe. So. Also? Was sagen Sie? Sie müssen noch Girlanden aufhängen und einen Geburtstagskuchen besorgen. Verschwenden Sie nicht noch mehr Zeit, bitte. Ein Geburtstagskuchen? Wo soll ich den denn jetzt hernehmen? Hübsch! Die sehen sicher gut aus, wenn ich sie erstmal aufgehängt habe. Eine Partytröte haben wir auch noch. Hey, gute Idee. Braucht man auf jeder guten Party. Ja. Also, was sagen Sie? Sie müssen noch Girlanden aufhängen und einen Geburtstagskuchen besorgen. Verschwenden Sie nicht noch mehr Zeit, bitte. Der Geburtstagskuchen. Ich weiß nicht, wo ich den herkriegen soll. Ich sollte die Maske erstmal abnehmen. Mach das. Scheiße, wo kriegen wir denn einen Kuchen her? Selber backen? Boah, ich habe keine Idee, wo wir einen Kuchen herkriegen sollen. Absolut nicht. Wir haben ja, glaube ich, noch nicht mal einen Ofen oder sowas. Wo bekommen wir einen Kuchen her? Mal bei Mel. Ich glaube nicht, dass wir bei Mel einen Kuchen kriegen. Verdammter Mist. Auch nicht. Können wir zu Hause einbacken? Ohne Zutaten. Vielleicht haben wir ja... Also Mel wird keine Ahnung. Emerson ebenso nicht. Bei Matt kommen wir nicht rein. Das Cypherkon ist dicht. Claytons ebenso wie... Also es muss irgendwas bei uns sich abspielen. Vielleicht. Können wir jetzt einen Kühlschrank? Kann ich nicht machen, ja. Amigo. Da klebt irgendwas die Tür zu. Ja, und wir können das nicht abnehmen, oder was? Feuertreppe. Wie, wir können da raus? Hä? Wieso geht denn das wieder auf einmal? Das ging doch die letzte Zeit gar nicht. Ja, nee, ist klar. Wie viel Glück das jetzt war, dass wir den gefunden haben, ist der helle Wahnsinn. Das riecht echt gut. Wieso haben wir so viel Schwein gerade gehabt? Gut, Feuertreppe stand davor nicht mehr, deswegen... War der Klick drinne? Meistens klicke ich auch einfach. Okay, wir haben einen Kuchen. Wir können zurück. Das war jetzt Glück. Das war tierisches Glück. So, ich hoffe, das geht das Let's Play noch weiter so. Mit dem ganzen Glück. Denn... Das war absolut kein Können. So. In die psychiatrische Praxis wieder. Genau. Haben wir noch die
Kröte haben wir noch. Können wir die dem geben? Ja. Haben wir den guten Alan dekoriert? Ist sie mit dem Kuchen zufrieden? Ja, das könnte gehen. Aber für einen Geburtstagskuchen fehlt da noch was. Fehlt noch was. Eine Kerze oder was? Stecken wir die da rein? Hey, das erinnert mich echt an meinen 10. Geburtstag. Da gab's zwar keinen Kuchen, aber da habe ich meine erste Zigarette geraucht. Okay. Was für ein schöner Kuchen. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Deko und die Party kann losgehen. Haben wir doch schon. Perfekt. Den gebe ich ihm persönlich, wenn ich die Dekoration fertig habe. So. Denken Sie nicht mal dran. Das war so nicht abgemacht und ich will Dr. Johnson nicht enttäuschen. Das Büro sieht noch nicht nach Party aus. Alles muss perfekt sein. Was fehlt denn noch? Also, was sagen Sie? Das Büro sieht noch nicht nach Party aus. Alles muss perfekt sein. Die Empfangsdame sieht ziemlich kompetent aus, aber aufs Äußere soll man sich ja nicht so verlassen. Also, wir haben Luftballons, wir haben die Girlande, wir haben den Kuchen. Bisschen Schaum? Ach, ich glaube, das geht nicht als Geburtstagsdekoration durch. Hey. Hütchen. Hey, gute Idee. Braucht man auf jeder guten Party. Hä? Wir haben doch gerade... Hey, gute Idee. Und wohin damit? Ihm aufsetzen? Gut gemacht. Ja. Alles sieht perfekt aus. Nun gut, gehen Sie rein und überraschen Sie ihn. Okay. Guten Morgen, Dr. Johnson. Guten Morgen, Mr. Lecter. Hannibal Lecter. Hey, was schauen Sie mich denn so an? Ist nur ein dummer Zufall. Und warum haben Sie den Kuchen runtergeworfen? Wen interessiert denn der Kuchen? Mich interessiert der Kuchen. Okay, naja. Vielleicht hätte ich ihn lieber auf Ihren Schreibtisch stellen sollen. Ich bin aber einer, der schnell denkt und noch schneller handelt. Nun, was kann ich denn für Sie tun? Was? Einfach so? Kein Rohrschachttest oder so? Nein, ich hielt den immer für komplette Zeitverschwendung. Ohne jeglichen empirischen Nutzen. Tja, wird wohl eh das Beste sein. Ich sehe eh immer nur Schmetterlinge. Zerquetschte Schmetterlinge. Sagen Sie mir doch bitte, was Sie zu mir führt, ja? Sie sehen, ich sitze in der Zeitschleife fest. Ein verfluchter Ring ruiniert mein Leben. Verfluchter Ring ruiniert mein Leben. Nun, Sie müssen verstehen, dass ein unbelebter Gegenstand nur so viel Macht über Sie hat, wie Sie ihm zugestehen. Wie bitte? Das heißt, dass Sie derjenige sind, der Ihr Leben zerstört. Sie schieben es auf den Ring, nicht wahr? Ja, klar. Ich meine damit, wenn es nicht der Ring wäre, wäre es irgendetwas anderes. Nein, es ist der Ring. Irgendwas anderes lässt nicht jeden Tag meinen besten Freund krepieren. Okay, das klingt nach einem echten Problem. Ja, egal. Deswegen bin ich aber gar nicht hier. Weshalb sind Sie dann hier? Sagen wir mal, für einen Freund. Was meinen Sie mit für einen Freund? Erinnern Sie sich an einen betrunkenen Typen. Bisschen komisch. Matthew Griffin mit Namen. War der heute hier? Deswegen sind Sie hier? Tut mir leid, aber diese Information kann ich nicht preisgeben. Ich muss Sie nun bitten zu gehen, Mr. Lecter. Nein, Moment. Ich bin echt verzweifelt. Ich weiß nicht, wo ich noch hin soll. Bitte helfen Sie mir. Der Affenmann? Sie haben ja echt Nerven, hier wieder aufzukreuzen. Ich heiße Randall Hicks und ich befinde mich in einer echt schwierigen Lage. Es geht um ein Menschenleben und Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Sie sind der Randall Hicks? Kommt drauf an. Was haben Sie denn so von ihm gehört? Wie es aussieht, kann ich gar nicht anders, als Ihnen zu helfen. Matthew Griffin war heute bei mir. Er hatte keinen Termin, aber er konnte sich reinschleichen.
Gefällt mir gar nicht, wenn Leute das machen. Ja, manche Leute haben echt Nerven. Also habe ich ihn reingebeten. Aber er war derartig alkoholisiert, dass ich kein Wort verstanden habe. Außer dem letzten Satz. Ja gut, dann spucken Sie es schon aus. Was hat er gesagt? Er sagte, er will sich eine Waffe besorgen. Und dann wollte er einen Mann namens Randall Hicks umbringen. Den Mann, der sein Leben zerstört hat. Warum zum Geier haben Sie mir das jetzt erzählt? Das ist das Letzte, was ich hören wollte. Sie sind mir vielleicht ein Doktor. Ich habe das erzählt, weil ich glaube, dass es gefährlich ist, einen Mann in dem Zustand mit einer geladenen Waffe rumlaufen zu lassen. Sie müssen ihn finden. Was, wenn er schon eine Knarre hat? Nun, dann müssen Sie wohl improvisieren. Wow, danke für gar nichts. Eins noch, Mr. Hicks. Einem Freund die Frau auszuspannen, ist nicht richtig. Oh, halten Sie doch die Klappe. Wo er recht hat, hat er nun mal recht. Scheiße! Matt hat eine Knarre wahrscheinlich und wird uns abknallen. Nein! Ja. Kurze Verzeihung, einmal rausgeklickt. Es war mal wieder soweit. Der sieht echt fertig. Okay, bringt gar nichts. Und raus hier. Scheiße, Matt will uns umbringen. Oh, fuck. Wie sollen wir das wieder geregelt kriegen? Jetzt wollen wir doch nicht zu Matt. Das wäre doch völliger Schwachsinn. Aber jetzt ist er da, Wette. Und er hat die Knarre. Die kriege ich nicht einfach so. Nee, doch nicht. Scheiße, ist Matt bei uns? Und wartet auf uns? Das heißt ja, Matt wird dann somit irgendwo rumgeistern. Ich krieg den Krempel jetzt mal wieder weg. Hat zwar Spaß gemacht, euch das immer vorzulesen, aber mittlerweile nervt. Nichts. Reynolds Zimmer. Ne, wir können uns auch nicht hinhauen. Mortimers Zimmer. Nein. Aufs Dach, weil er da auf uns wartet und wir natürlich dumm sind und in die Falle laufen. Nein. Es muss ein Ja, okay. Muss einen besseren Weg nach unten geben. Wir nehmen die tolle Treppe, die ja so viel besser ist als eine Leiter. Hier ist er auch nicht, ne? Nein. Hierher. Beifuß. Komm zu Herrchen. Oh, hört mir gar nicht zu. Scheiße, wo sollen wir denn noch hin? Hier in der Seitenstraße vielleicht? Nein. Kein Matt. Erstmal ein Dreier fürs Saufen gehen. Patre. Nee. Wozu denn das? Ja, okay. Er hat ja nicht Unrecht. Vielleicht später. Eine Abreibung am Tag reicht mir. Alter, Randall, du bist uns manchmal so eine Hilfe. Das ist... Weiß ich auch nicht. Also hier bringt gar nichts mehr. Hier sind wir. Mel, warum auch immer, ich weiß es nicht. Es wird wahrscheinlich gar nichts bringen. Vielleicht können wir mehr nach einer Knarre. Hast du einen psychotischen Besoffenen mit einer Brille und einem Afro irgendwo gesehen? Keine Ahnung. Sprechender Briefkasten. Super. Mel? Hallo?
Hallo. Kann ich was für dich tun? Hat bei dir jemand heute eine Knarre gekauft? Ja, bin fast sicher.